So, wenn jetzt alles abgeht, dann mache ich einen Jump'n'Run. Naja, mal schauen. Jump'n'Run. Weißt du, wie du Ärzte bekommst? Ja, das weiß ich sogar. Wir haben Ex-Nihilo drauf. Wir haben Ex-Nihilo. Deshalb sind auch hier schon die Infested Leaves. Also hier, der Baum ist am Infesten. Das sind sogar schon ein paar fertig. Wir brauchen 18 Strings und dann machen wir uns einen Sieve. Und, ah, verdammt. Ha, nein. Da ist gerade was passiert. Da ist, hat gerade jemand gefolgt. Danke auf jeden Fall. Ex-Kompressum. Ja, Ex-Kompressum haben wir auch drauf. Für dann diese automatische Produktion. Ja. So. Ich kann jetzt ein bisschen twerken. Twerk it. Wieso bin ich immer dann in den Bäumen drin, wenn du twerkst? Meine Fresse. Nee, wirklich. Oh, übrigens, du musst nicht twerken, du kannst auch sprinten. Ja, aber twerken ist geiler. Ja, und man verbraucht nicht so viel Hunger. Oh, aber ich glaube, die Plattform sollte jetzt vielleicht noch mal reichen, oder? Ich wollte jetzt hier noch die eine Reihe weiter. Und, ja. Mitten durch unsere Bäume gehen einfach, die Barrels. So. Wir können ja schon mal so im Geiste durchgehen, was wir als nächstes machen. Also, ich glaube, Cobblestone Generator wird relativ wichtig sein, oder? Ja. Und dann ist es ja der Nether an. Da ja, ich auch Nether der Nether. Und zwar in einer ganz normalen Welt. Sprich, es ist kein irgendwie, was weiß ich, Super Skyblock oder so. Es ist ein ganz normaler Nether. Ja. Und danach vielleicht automatische Erzfarm. Ja, ich sneaky hier und der andere Baum irgendwie ganz effektiv. Ja, der Radius sind, glaube ich, was weiß ich, 5 Blöcke oder so. Warte, ich muss jetzt das hier nehmen. So, wir sollten hier dann auch mal schauen, dass wir gut ausleuchten. Denn es können ja auch Mobs spawnen. Und dank einiger Baufehler ist es hier auch dringend nötig. Weil wenn du F7 drückst, siehst du ja auch, weil auf Slabs können ja keine Mobs spawnen. Ich mache einfach mal hier ein paar. Komm, wir einfach Saplings raus, wir brauchen sie ja gerade nicht. Ja, ich habe jetzt noch, glaube ich, 5 in der Kiste. Ja, ne, 4, aber. Ja, wir haben noch genug. Ich habe einen Stack in meinem Inventar. Ja gut, dann verwurste ich die einfach mal alle. Bis auf einen. Einen lasse ich sicherheitshalber drin. Aus gewissen Gründen. Eventuell. Ja, also wie gesagt, als nächstes brauchen wir wirklich das Sieve. Und dann... wieso ist sein Skin so? Ich weiß nicht, das liegt irgendwie am Server. Er hat normalerweise einen anderen Skin und ich habe auch ein Texture-Pack drin. Ich habe drin Fateful, das ist eigentlich für die 1.8 gemacht. Vielleicht buggt es deshalb rum, aber es ist auch irgendwie am Server, weil der keine Skins lädt. Denn ich habe einen Skin, er hat normalerweise auch einen. Aber bei ihm ist es zum Beispiel so, er sieht auch seinen eigenen Skin, aber meinen nicht, oder? Ich sehe deinen nicht, nee. Du siehst meinen nicht? Aber ich sehe meinen. Ja, ich sehe meinen auch. Achso, ja, ja. Genau, das meinte ich. Ja. War nur ein bisschen. Ja, oh, ich habe einen String. Ich habe einen String eingesackt. Ja, ich habe 5 schon im. Ah, dann tue ich den einen noch in die Kiste. Oder ich tue ihn in den Crafting Table. Ja, ich glaube, wir sollten. Tu mal nichts in die Barrels, ich tue die Wonders hin, weil die stören ein bisschen hier. Okay. Ich helfe mit. Du kannst ja auch mehr Dings abbauen, ne? Gib mal. So, bei mir leckt das gerade irgendwie derbe hart ab.
Und das Geile ist auch schon, die Aufnahme läuft schon seit ungefähr einer halben Stunde. Das heißt, ich habe auf jeden Fall schon eine Folge zusammen. Geil. Ja. Denn ich möchte das Ganze, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen. Wieso ist das hier ein Tinker? Weil ich den neben dran gestellt habe. Echt? Ja, ich bin auch nicht so. Ich bin noch nicht so gut in Tinkers Construct drin. Auf jeden Fall, ja, wir bauen jetzt erstmal dann das. Ich bereite schon mal sonst alles fürs Sieb vor. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Also wir brauchen jetzt nur noch die zwei Meshes. Ich hab die Spinnweben. Keine Spinnweben. Meshes. Ja, das meine ich ja. Brauchen da noch ein bisschen. Ja, das dauert ja auch noch ein bisschen. Es wäre geil, wenn man hier auch die Game Rule hochstellen könnte. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn man das schneller dann, geht. Ja. Ich habe einmal ausprobiert, irgendwie so eine automatische Farm mit Game Rule 3000. Das geht schon ordentlich ab. So, ich kann ja mal hier die Blätter, die fertig sind, die kann ich ja schon abbauen, ne? Ja. Oh, nebenbei, warte. Wir können uns, glaube ich, mal eine Schere machen, weil ich glaube, dann kommt... Warte, lass mal. Ich baue mir mal eine Holzschere und schau, was dann passiert, wenn ich die Blätter abbaue. Weil ich glaube, da gab es sogar mal einen Bug. Ich mach schon mal. Aber den gibt's hier nicht. Okay, den gibt's nur in der Version. Okay, dann ist alles. Dann ist alles Taco. Aber seit wann droppt nicht bei jedem Blatt abbauen und Leaf? Ich habe nämlich jetzt gerade nicht bei allen was bekommen. Ja, habe ich auch nicht. Du brauchst ja schon gleich ein Lagersystem. Ja, dann können wir dich reintun und. Ich sag's mal so. Im ESA stehen. Das wäre dann geil. So, ich baue mir einfach mal zwei Klux. Man weiß wahrscheinlich nie, wenn man sie mal braucht. Aber, weißt du eigentlich, ob man mehr, ob man mehr Strings rausbekommt oder dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn man Crook benutzt? Weißt du das zufälligerweise? Ich habe es jetzt nur mit der Hand abgebaut. Ich weiß nicht, ob die Maschine... Ja. Auf jeden Fall, hast du schon ein Silk Mesh? Nö, mir fehlt noch eins. Gut, weil ich habe nämlich jetzt vier Strings im Inventar und habe schon ein Silk Mesh gemacht. Dann gebe ich dir das einfach mal. Hier, da, genau. Also wir müssen hier dringend mal ausleuchten. Wir brauchen dringend eine Farm, weil wirklich... Ach, stimmt, wir können ja Holzkohle machen, aber du brauchst auch noch einen Ofen. Aber wir haben hier jetzt... Komm, leg's rein. Oh, Entschuldigung. Hab ich. Ein Oaks. Digga, ich hatte es schon in meinem Inventar, dann war es wieder da drin, dann hast du's. Ich weiß. ja. Wir brauchen okay, ich mach das, ich weiß ja, wie es geht. Ich möchte es trotzdem mal noch erklären. Wir müssen jetzt hier schließlich die Erde durchsieben. Und wir sind hier noch in der Version, in der es heißt, mehr Klicks gleich schnelleres Durchsieben. Das könnte jetzt auf Dauer vielleicht ein bisschen ätzend für die Ohren werden. Aber naja. So, auf jeden Fall, ich mache hier schon mal ein paar Cobblestones. Drei haben wir jetzt schon geschafft. Wow. Eine super Leistung. Und die Frage ist, was wollen wir jetzt als erstes machen? Ich muss ganz kurz mal schauen, was brauchen wir, um Lava zu produzieren? Dafür brauchen wir eine Fackel. Ne? Ja. Entschuldigung. Das heißt, es wäre geschickter, wenn wir jetzt erstmal einen Ofen machen. Ja. Weil wir brauchen ja schließlich danach noch die Fackel. Ich baue einfach hier mal Scheiße ab. Ich mach's einfach auch wieder mit. Ich mach ganz viele Compressed Crooks. Das stimmt, ja, aber gut. Ich brauche keine Compressed Crooks. Mir reichen noch die normalen. Ich brauche jetzt sowieso erstmal noch mit der Schere, aber ich habe jetzt einfach 15. Ah ja, da bekommt ja sogar. Bekommt man? Naja.
So, ich habe schon einfach fast 2 Stacks Blätter. Läuft auf jeden Fall. Also die Schere, der trägt mit der Schere, ist wirklich gut. Hashtag danke blub bob. Ja. Das könnte genauso gut auch irgendwie heißen Schluckspecht, oder? Was? Verstehst du nicht. Zeug für Erwachsene. Wenn meine Maus mal die Klicks zählen würde. Oh, ich kann mich bei meiner Maus nicht beklagen. Die zählt einfach die Klicks nicht. Meine schon. So, Moment, ich muss jetzt ganz kurz mal ein kleines Stückchen. Ach so, hier rüber und dann da. Runter. Habe ich gerade einen ganzen Cobblestone rausbekommen? Nein, sieht nur so aus. Kann sein, würde mich aber sehr wundern. Mal schauen, wie viel. Ah, okay. So, ich habe hier wieder 2 Strings. 3 sogar. Brauchen wir dann Apfel. Ofen und einen Cobblestone. Soll ich die Ofen? Ofen. Ofen ist jetzt aktuell das Beste, worin wir investieren können. Weil wir müssen ja schließlich dann auch noch den, wie heißt das Ding? Crucible, ne? Ja, dafür brauchen wir Parisian Clay, dafür brauchen wir Bone Meal und Clay. Clay brauchen wir auch wieder Cobblestone. Bone Meal. Bekommen wir, wenn wir das durchsieben, brauchen wir auch Cobblestone. Aber wir könnten vielleicht den Grindstone machen, das ist nur die Frage, ob das effizienter wird. Ah, nee, Quatsch, dafür brauchen wir Knochen. Naja. Grinder, Quartz, Grind. Lieber nicht. Okay. Naja. So. Ich hab schon Gravel. Das ist gut, aber wir brauchen Dust. Ja. Dust 2. Haha. Hast du verstanden? Nee. Naja. Jo, also wenn irgendjemand da draußen das verstanden hat, dann schreibt bitte die Verbindung dazu, womit ihr das verbindet. Oder als was ihr denkt, als was ihr es verstanden habt, in die Kommentare. Ja, ich bin überhaupt nicht irgendwie, mir ist das überhaupt nicht irgendwie wichtig, aber schreibt einfach mal rein. Nee, Spaß. Also, ich find's wirklich interessant zu wissen, wer das kennt. Dust 2. Na gut, jeder, der die ESL aktiv verfolgt. Von daher. So. Gehen. Schmeich. Weil du es vorher gemeint hast, ne? Ich weiß nicht, ich finde es jetzt auch irgendwie hier gar nicht so schlimm, einfach nochmal von vorne anzufangen. Ja. Also. Wie macht man Holzkohle? Du musst Holzblöcke verbrennen. Also dieses Log. Und mit was soll ich die verbrennen? Mit Planken oder sowas. Irgendwas, was halt brennt. Aber ich sehe, du hast ja auch schon Kohle, von daher, wenn du 8 von den Planken verfeuerst, hast du gleich 8 Holzkohle raus und du kannst auch mal 1 Kohle rein investieren. Also. Ja. Hä, aber ich tue. Achso, weswegen noch rein von vorne? Warte. Ja? Hm? Ich tue Sticks unten rein und Blöcke und es funktioniert nicht. Weil er gerade im Chat steht, weswegen von vorne anfangen. Wir haben schon mal privat das Ganze hier gezockt. Ach so. Funktioniert doch. Wir haben schon mal das privat gezockt und das haben wir jetzt ein wenig weiter gespielt, als ursprünglich angedacht war. Es war sogar zwischenzeitlich mal der Gedanke im Raum, einfach dann dort weiter zu spielen, aber es wäre ja langweilig gewesen.
weil dann hätte man ja gar nicht das Ganze mitbekommen und daher von vorne anfangen im Sinne von, also wie gesagt, wir haben halt in der anderen Welt schon ein bisschen was geschafft. Und ja, aber ich finde es jetzt hier persönlich, jetzt ist es auch gar nicht so träge, wie es dann dort war. Also von daher, von vorne anfangen, aber ja. Wie heißt nochmal diese Maschine, die den Cobblestone macht? Igneous Extruder. Soll ich sie in den Chat schreiben? Wieder? Oder weißt du, wie man ja, schreibt? Ja, bitte. Also in Englischen heißt es halt. Igneous Extruder. So. Aber im Deutschen klingt es schlimmer. Die deutsche Übersetzung davon ist nämlich Eruptiv-Extrudierer. Und Gronkh hat es mal wunderschön beim Namen genannt, also dass man das vergleichen kann. Weil, also er persönlich findet, das hört sich irgendwie an wie Durchfall. Ja, der Eruptiv-Extrudierer letzte Nacht war schon heftig, ja. Ja. Brauchen mehr Babels. Ja, das stimmt. Ich habe noch über 2 Stacks Blätter im Inventar. Und ich brauche. Moment, mal ganz kurz. Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Moment. Macht mal Infinite Evolved Skyblock. Das spielt in der 1.7 und 10. Ja, ich schaue mir das mal an und dann. Oh, danke, dass du mir die ganzen Crooks gegeben hast. Bitte. Ja, ich werde mir das mal anschauen. Also. Vielen Dank für den Tipp. Oha, 27 Aufrufe hat der Stream. Nee, das ist der Channel allgemein. So und so viele Leute sind schon durch Zufall auf den Kanal gekommen. Und Twitch will mir gerade partout nicht anzeigen, wie viele Zuschauer da sind. Dein Texture-Pack ist ja voll. Ja, die Hälfte der Texturen ist anders, die andere Hälfte bleibt wieder. Das Texture-Pack, das ich habe, das kennst du ja bestimmt, das ist, Fateful. Oder? Ja doch, müsste. Okay. Hast du noch Dings Holz? Kannst du mir bitte geben? Ja, kann ich. Moment, ich baue nur schnell den letzten Stamm ab, dann kriegst du noch mehr. Ach, da bist du. Oh. Ja, reicht, reicht. Kommt, hast du gerade auch ein Déjà-vu? Oh, wir brauchen, wir müssen hier jetzt unendliche Wasserquelle machen, ne? Ja. Jetzt ich hole dir den Dirt wieder raus und dann, oh ne, weil wir haben jetzt den Unfired Bucket. Der wäre vielleicht jetzt auch was für uns, da brauchen wir nur 3 Clay. Könntest du uns 3 Dust besorgen? Ja. Das wäre wunderbar, danke. Weil wenn wir nämlich 3 Dust haben, ein Dust würde auch ausreichen. Ein Dust würde auch ausreichen. Wie viel Dust jetzt? Einer. Weil bei 3 Dust kriegst du 3 Clay-Blöcke, aber wir brauchen 3 Clay und aus einem Clay-Block kriegst du ja 4 Clay raus. So. Genau, und dann haben wir nämlich den Unfired Bucket. Und aus dem können wir, glaube ich, auch einen normalen Bucket machen. Nee, also einfach. Einen Clay-Bucket. Einen Fired Clay-Bucket. Und der kann zumindest. Aber bau nicht alles zu, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Wir brauchen, ihr braucht mehr für den Crucible. Ja, für den Crucible schon. Stimmt. Für den Crucible brauchen wir mehr.